Und das Schöne ist, dass dieser Kurs in Wundern, dass dein Kurs dich immer auf dich selbst zurückführt. Und wieso macht einen das glücklich? Weil dann endlich die Anwendung dieser Gedanken dahin kommt, wo sie auch hingehört. Sie gehört tatsächlich dahin, wo ich mich identifiziert habe, wo du dich identifiziert hast mit etwas, was nicht existiert. Und was wir uns heute anschauen werden, das sind Götzen und also Dinge, Situationen, Personen, Menschen, von denen wir hoffen, dass sie doch noch das große Glück oder zumindest ein bisschen Glück bringen könnten. Und wenn wir so auf dieser Reise unterwegs sind und anfangen und sagen, ich hätte gerne wirklich jetzt die Erleuchtung, ich hätte jetzt wirklich gerne die Erinnerung an mein wahres Selbst und hoffe dabei nicht zu viel zu verlieren oder dass es nicht zu schmerzhaft wird, dann bringt das sofort die Idee auf den Plan, dass auf deiner Reise zurück zu dir selbst, auf der Reise zurück zur Liebe garantiert mit Opfern zu rechnen ist. Und das ist das alte Denksystem von Opfer und Verlust und von ja, Ausgleich oder von einem Preis, der bezahlt werden muss für das, was du wieder erinnern möchtest. Und vielleicht brauchst du dafür nicht viel Zeit. Oder vielleicht brauchst du dafür sehr viel Zeit. Aber die Lektion muss dich dahin führen. Dieser Kurs oder welchen Kurs auch immer du verwendest, Kurs in Wundern oder sonst irgendein ein Leitfaden, den du für deinen Geist verwendest, muss dich dahin führen zu erkennen, dass es absolut unmöglich ist, irgendetwas zu verlieren. Und womit ich mir beigebracht habe als Träumer dieses Traumes, dass Verlust möglich ist, ist die Idee, dass da draußen etwas sein könnte, was mir Glück verschafft. Und okay, viele Sachen waren es nicht. Wir haben ja alles durchgespielt, aber wir erinnern uns nicht daran, dass wir alles durchgespielt haben, dass wir alles ausprobiert haben. Für uns sieht es so aus, ich habe einiges ausprobiert, richtig? Also sobald du ein paar Jahrzehnte hier gelebt hast, kannst du sagen, ja, ich habe dies und das mal hier ausgelotet, bin hier und da mal richtig tief reingegangen und habe nichts gefunden. Aber dass jetzt hier gar nichts zu finden sein soll, das hoffe ich eigentlich nicht. Ich hoffe eigentlich, dass dann doch vielleicht durch Vergebung und durch Wunderwirken und durch Loslassen dann doch noch der richtige Seelenpartner kommt, die richtige Beschäftigung, die richtige Berufung, das richtige Maß an Gott, das richtige Maß an sozusagen Bedeutung in einer, ja, vielleicht Lehrfunktion oder in einer Funktion als Lehrer Gottes, wie auch immer, undercover, ne, muss ja keiner wissen. Oder sonstigem, aber dass irgendwas da ist, was doch noch zu finden wäre, weil es im Verlustdenken klar ist, dass der Verlust total sein muss. Also es gibt keinen teilweisen Verlust. Sobald der Glaube irgendwo an Verlust da ist, wird auch geglaubt, dass am Ende alles weg ist. Alles muss verloren werden. Und um halt, ja, um frei vom Leid zu sein, um den Frieden zu erinnern, um zu erinnern, wer ich bin. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter und gucken uns konkret an. Ich habe eine Welt gebaut, ich habe ein Bild von mir gemacht und von dir und von allem, das mir als Ersatz dienen soll, um Freude zu erfahren, um Bedeutung zu erfahren, um Liebe zu erfahren, um Sicherheit zu erfahren. Und das war eigentlich der gesamte, das war schon alles, das war schon der gesamte Irrtum, dass irgendetwas da draußen existieren kann und dass irgendwas da draußen getrennt von mir, getrennt von dir, dir was bringen kann, dir was geben kann. Und da können wir uns Ewigkeiten drin aufhalten. Das können wir Jahrhunderte, Jahrtausende spielen und alles Mögliche ausprobieren da drin und
hoffen, ja, ich probiere jetzt nochmal diese Richtung und jene. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich noch einen anderen Plan. Plan B, Plan C, Plan D und so weiter. Aber es würde mir nie einfallen, dass ich etwas komplett Unmögliches versuche. Mir würde nie einfallen, dass die Suche da draußen gar nicht funktioniert und ich beim Loslassen dieser Suche im Außen nichts verliere, sondern dass ich darin alles wieder gewinne, alles wieder erinnere, wieder zurück zu mir komme. Und dass das Spiel dieser äußeren Suche wirklich der Verlust von allem war. Ja, das war schon das Erleben von ich finde nichts, ich finde nicht, ich finde nicht, ich finde nicht. Und wir sind hier gestartet mit der Idee, zum Glück führt der Kurs im Wundern an die eigene Nase zurück. Zum Glück kommt er hier an. Denn es macht ja gar keinen Sinn, wenn ich denke, dieser Kurs und das, was er lehrt und das, was ich da drin lerne, bezieht sich irgendwie auf ein Konzept oder bezieht sich auf irgendwas, was ich gar nicht kenne. Ich weiß gar nicht, was der da meint oder was das bei mir wohl sein könnte, sondern wenn das Licht unserer Gegenwärtigkeit im Geist zugelassen wird und das Licht uns darauf hinweist, hier ist die Blockade. Du versuchst, einen Götzen aufrechtzuerhalten. Du versuchst, einen Götzen, ein Ding zwischen dich und deine Liebe und deine Sicherheit und deine Einheit mit allem Sein zu stellen. Dann ist das ein Geschenk zu sehen, aha, gut, dass ich so direkt darauf aufmerksam gemacht werde. Vorher war das nur eine Konzeptübung. Vorher war das nur eine Idee davon, dass das eventuell so ist. Aber wenn du merkst, hey, ich werde hier auf so viele Sachen aufmerksam gemacht, ich werde so direkt darauf aufmerksam gemacht, ich bin derjenige, der das tut. Ich bin derjenige, der sich davon ablenkt, was Liebe wirklich ist. Ich bin derjenige, der verschleiert, dass gegenwärtig unsere Verbindung mir eine ganz andere Art von Schau anbieten kann. Dann kann ich jetzt neu wählen. Dann kannst du neu wählen. Dann kannst du sagen, oh wow, ja stimmt, das ist ja wirklich, das ist nicht neutral, es ist nicht ein Kavaliersdelikt sozusagen gegenüber Gott oder so, naja, ich kann es ja, wenn ich es kann, dann kann ich es ja auch machen, ne? So kommt ja keiner und verbietet mir, einen Götzen hinzustellen. Aber gerade weil keiner kommt und es dir verbietet, heißt es, dass du freien Willen hast. Klopft ja keiner an, kommt kein Schreiben vom Amt und sagt, entschuldigen Sie, Sie müssen jetzt ab nächster Woche sofort einstellen, Götzen zu machen. Sonst droht hier eine Strafzahlung oder Punkt in Flensburg. Ja, Wahrnehmungsführerschein wird nach 3 Punkten entzogen. Sondern du siehst, oh wow, ich bin in der Verantwortung. Ja, ich kann das weiterfahren. Ich kann weiterfahren damit, Götzen hier und da zu projizieren, zusammenzubauen. Und Jesus sagt, ja klar, kein Problem. Du kannst diesen Platz freimachen in dir, wo du vorher Götzen hingestellt hast und kannst auch wieder welche hinsetzen. Das liegt komplett bei dir. Aber vielleicht können wir heute diesen Ort freilassen im Geist. Vielleicht können wir es für einen Augenblick zulassen, dass das nicht besetzt wird, dass die Suche im Außen nicht wieder reaktiviert wird, für einen Moment, sondern wir nennen es Mut, nennen es Vernunft, nennen es ich hab's satt, nennen es ich probiere es aus, nennen es ein ja, okay, ich habe eh nichts weiter zu tun, was auch immer sozusagen deine Motivation ist oder was auch immer dein Spaß daran ist oder was dich kriegt, wo der Heilige Geist dich aus der Reserve locken kann, geh damit. Und lass uns mal gucken, was in dir passiert, wenn du mit leeren Händen kommst. Okay, und ich mache weiter bei Kapitel 30.2. 30.3, Absatz 2. Und da heißt es, es ist nicht die Form, welche du suchst. Also es geht nicht um die Form,
Welche Form kann ein Ersatz für Gottvaters Liebe sein? Welche Form könnte den Platz der ganzen Liebe in der Göttlichkeit von Gott, dem Sohn, einnehmen? Welcher Götze kann zwei machen aus dem, was eins ist? Es ist, der Götze steht für was. Ich möchte ihn für irgendwas haben, aber im Grunde geht es mir wirklich um das, was Gott mir anbieten kann. Aber im Götzen ist es nicht zu finden. Ja, es geht mir um die Erfahrung, was ich mir vom Götzen erhoffe. Aber der Götze liefert das nicht. Er ist einfach nur, Jesus nennt es ein Stück behauenen Stein, auf den Flammen aufgemalt sind. Und als wenn es eine bedrohliche Sache wäre, ihn sozusagen fallen zu lassen. Also es ist nicht neutral, ne? In keinster Weise ist es neutral. In keinster Weise ist es einfach nur so. Sondern wenn ich etwas nach außen projiziere, also etwas komplett Unnatürliches tue für meinen Geist, dann ist das ein Symbol dafür geworden, dass es was Erschreckendes ist. Es ist eine erschreckende, unnatürliche Aktion im Geist. Und dann steht er für diese Scheinaktion. Es steht für diese Fehlschöpfung. Und er erinnert mich an alles, was komplett unnatürlich ist. Also das Gegenteil von Liebe. Okay, gut. Und dann können wir gucken. Ach Quatsch, das ist ja, wer will das denn? Wer will sich denn wirklich absichtlich in Angst versetzen, wenn du darüber aufgeklärt wirst, wenn wir darüber aufgeklärt werden? Ich mache mir nur selber Angst, es gibt aber nichts zu fürchten. Ein Götze kann mir nie das geben, was die Gegenwart von Gottes Liebe mir geben kann. Dann gehe ich doch direkt über den Götzen hinaus. Okay, hilf mir dabei, ne? Heiliger Geist, hilf mir dabei. Lässt das Grenzenlose sich begrenzen? Du willst keinen Götzen haben. Du willst nicht wirklich etwas im Außen haben, was dir Glück bringen soll. Denn es spricht immer von Verlust. Es ist dein Wille, nicht einen zu haben. Er wird dir nicht die Gabe, die du suchst, bescheren. Wenn du über die Form dessen, was du willst, entscheidest, verlierst du das Verständnis seines Zweckes. So siehst du deinen Willen in dem Götzen und reduzierst ihn so auf eine konkrete Form. Dies aber könnte nie dein Wille sein, weil das, was an der ganzen Schöpfung teilhat, sich nicht mit winzigen Ideen und kleinen Dingen zufrieden geben kann. Ja, es ist nicht mal wirklich, hast dich halt nicht genug angestrengt, so, wenn du kennt einer die Idee? Ja, okay, der Götze könnte mir ja eigentlich was bringen, aber ich habe es halt nicht wirklich gewollt. So, ich habe mich nicht wirklich aus ganzem Herzen für diesen Götzen entschieden, sonst hätte es jetzt funktioniert für mich. Ich habe nicht wirklich sozusagen, ich habe nicht genug vergeben, sonst könnte dieser Götze mich befriedigen. Also vergebe ich ein bisschen mehr und warte darauf, dass dieses Stück behauene Stein, dass das lebendig für mich wird. Aber gucken wir ganz ehrlich hin, ne? Wenn du alles bist, wenn du eins bist mit vollkommener Heiligkeit, mit vollkommener Schöpfung, mit vollkommener Liebe, dann ist es absolut unmöglich, sogar für Jesus, sogar für Gott, in Dingen, in Begrenztheit, deinen Willen zu finden. So, also du bist sozusagen nicht, es liegt nicht an dir, es ist nicht dein Fehler, dass du im Götzen nicht glücklich wirst, sondern es ist einfach die Natur dessen, was du bist. Etwas Endliches kann das Unendliche nicht befriedigen. Okay, vielleicht wird es schon leichter, ne? Vielleicht ist das schon entspannter zu sehen, hey, ich kann diese gesamte Suche abblasen. Ich kann die gesamte Suche abblasen, die davon spricht, dass etwas kommen wird, was mich zufriedenstellen wird. Ich kann die gesamte Suche abblasen, die mir sagt, es kommt überhaupt irgendwas in Zeit. Wenn du jetzt unendlich bist, so wie könnte Jesus, wie könnte wer auch immer, nimm irgendeinen Meister, wie könnte der erleuchtet worden sein? Wie könntest du wohl erleuchtet worden sein? Wie könnte ich erleuchtet worden sein?
wenn es komplett unmöglich ist, dass das Endliche unendlich wird. Es ist ja wirklich nur eine fehlerhafte Idee. Es ist ja einfach nur mein eigener Zweifel und Widerstand, dass Unendlichkeit jetzt unendlich ist. Du sagst, nee, ich mache noch mal das Übungsbuch nächstes Jahr, dann wird die Unendlichkeit bestimmt für mich auch unendlich. Na, wir werden ja nur darauf aufmerksam gemacht, das, was ich versuche, ist nicht möglich, aber was er zeigt, was er in seiner Anweisung für diesen Moment, für deine jetzige Wahrnehmung, für deine jetzige Erfahrung zeigt, ist nicht nur möglich, sondern unvermeidbar. Es ist unvermeidbar, dass du unendlich bist. Es ist unvermeidbar, dass du Liebe bist, weil du so erschaffen wurdest. So, also ne, über wen reden wir überhaupt oder wieso reden wir überhaupt? Was soll überhaupt passieren im Geist? Es muss also irgendwie darum gehen, dass der Träumer, du, ich, der eine Träumer, irgendwie zu dem Schluss kommt, es scheint tatsächlich so zu sein. Es muss tatsächlich so sein. Ich bin tatsächlich der Heilige Sohn Gottes. Ich werde das nicht. Ich werde nicht der Christus. Ich komme nur in einen neuen Rahmen in mir, der unendlich ist, in einen heiligen Augenblick und lass das, was unmöglich ist, einfach sein. Ja, warte, wir sind gekommen. Willkommen. Willkommen, Rebecca. Okay, also fallen so viele Dinge ab, sagen wir immer. Ne? Es fällt viel ab. Hinter der Suche nach jedwedem Götzen liegt die Sehnsucht nach Vollständigkeit. Ja, das ist ganz klar. Ich suche irgendwas, was mich integriert, wo ich mich vollständig integriert fühle. Und der Klassiker ist natürlich Beziehung oder sonst irgendwas, wo ich meine Leidenschaft reinbringen kann. Ich suche etwas, wo ich mich integriert fühle, wo ich merke, hier ergeben alle meine Teile Sinn. Aber hast du schon mal was gefunden? Hast du schon mal eine Form gefunden, wo alle deine Teile Sinn ergeben haben? Wenn dem so wäre, nein, klar. Nein, natürlich nicht. Wir sind doch hier, Andreas. Was fragst du so eine komische Frage? Nee, ich habe das nicht gefunden. So, lass uns das in vielleicht in eine Art von Dramatik bringen. In diese Form, wie auch immer du sie gerade nennst, dein Leben, wie auch immer du es gerade formulierst, dein Entwicklungspfad, dein Werdegang, die Zeitlinie, auf der du glaubst zu sein, ist eine Idee von Form. Und das ist das, was verletzt. Ne? Weil sobald ich in einer Zeitlinie bin, sobald ich in einem Werdegang bin, sage ich, ich bin auf der Suche nach Vollständigkeit und ich werde sie finden und wieder scheitern. Und es gibt diese Zeitlinie nicht. Es gibt nicht diese Möglichkeit, irgendwo hinzukommen, sondern es gibt nur eine Möglichkeit von hier ankommen. Die Welt von allen meinen Ideen und von meinen Götzen zu erlösen. Und mit Sicherheit ist es nicht, okay, gib die Form weg, lass von den Formen los. Im Extremfall, wenn wir das wirklich konsequent durchziehen würden und alles weggeben, dieser Raum wäre leerer. Es wäre kein Tisch mehr da, es wäre kein Stuhl mehr da, kein Kühlschrank, kein Auto, kein Laptop. Und dann am Ende muss halt dieser Körper irgendwo hin. Ich müsste auch diesen Körper irgendwie entsorgen. Und hin und wieder wird davon berichtet, dass Brüder das probieren. Die probieren sich des Körpers zu entledigen, weil der ja im Weg ist und überflüssig. Sogar so weit, dass versucht wird, den in Restmüllcontainer zu befördern, aber das funktioniert dann auch nicht.
sondern es braucht eine ganz andere Art von Herangehensweise. Und die Herangehensweise ist, ich brauche eine grundsätzliche Wandlung meines Geistes über jeden und mich selbst und die Welt. Und die ist gegenwärtig angeboten, diese Möglichkeit. Ja, lass mich statt des Götzen das Licht sehen. Lass mich statt meines Versuches, Götzen aufzubauen und zu rechtfertigen und die Welt dafür zu verwenden, das Licht sehen. Lass mich damit gehen. Lass mich mit der Gegenwärtigkeit gehen, in der alles erlöst wird, was ich glaube, was passiert. Und keine Sorge, du bist in nichts da drin alleine. Es ist komplett die Stärke Gottes, auf die du vertraust. Und seine Stärke zeigt dir, dass darin gar nichts verloren geht. Wir gehen einfach nur durch diese Angstschicht, die wir dahingestellt haben. Wir gehen einfach nur durch diese Schicht, die es unmöglich aussehen lässt, dass du das kannst. Dass du tatsächlich den Götzen fallen lassen kannst. Ganzheit hat keine Form, weil sie grenzenlos ist. Einen besonderen Menschen oder Gegenstand zu suchen, den du dir hinzufügst, um dich vollständig zu machen, kann nur bedeuten, dass du glaubst, es fehle irgendeine Form. Und das ist ja immer die Suche, ne? Irgendwas fehlt noch. So, vielleicht den Job ein bisschen entspannter, ein bisschen weniger Arbeit, ein bisschen mehr frei. Dann vielleicht ein bisschen mehr Einkommen oder ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn ich früher in Rente kann oder wenn dann, keine Ahnung, wenn das Knie nicht mehr wehtut. Es ist immer die Idee, dass irgendeine Form fehlt. Und wenn du diese fändest, wenn du diese Form fändest, würdest du Vollständigkeit in einer Form erlangen, die du magst. Das ist der Zweck des Götzen. Dass du nicht über ihn hinaus zur Quelle deiner Überzeugung, du seist unvollständig, blickst. Okay, gut, damit können wir noch arbeiten. So, also alle Form dient nur dazu, mich davon abzulenken, dass ich überzeugt davon bin, ich bin unvollständig. Okay, dann lass mich über die Form hinausschauen. Lass mich über den Götzen hinausschauen. Was auch immer das gerade für dich ist, du kannst ja mal in deinen eigenen Geist gucken, wie sich das darstellt. So, was sind deine Götzen? Ja, womit beschäftigst du dich gerade im Geist? Das sind die Dinge, die im Draußen nicht wegfallen dürfen oder die kommen sollten, damit es alles gut ist. Und sagen, ah, okay, das hält mich also davon ab, den Grund zu erkennen, wieso ich überhaupt Götzen projiziere, die Überzeugung, ich bin unvollständig. Ja, oder ich bin nicht gut genug, ist ja auch so ein Klassiker, so ein geflügeltes Wort, was man als Glaubenssatz finden kann. Ich bin nicht gut genug, ich bin unvollständig. Nicht mal nur einer, ne? Genau. Und hinter allem steht aber der gleiche Gedanke. Und deswegen ist es eine leichte Übung, weil die Form ist vollkommen irrelevant da drin, ne? So, und vielleicht mal gucken, wie man das sagen kann. Vielleicht dient dir Spiritualität oder der Kurs oder dieses Treffen dazu, zu sagen, ah, naja, so genau muss ich gar nicht hingucken. Ich brauche ja nur die Lichtverbindung und gut ist. So, ich muss ja einfach nur einen heiligen Augenblick, dann habe ich wieder sozusagen aufgetankt und dann kann ich getrost in die Nacht gehen und meinen Abend mit Netflix oder sonst irgendwas fortsetzen. Oder mit Stricken oder mit, keine Ahnung, was ihr noch vorhabt, WhatsApp. Was? Wer hat hier von mir gesprochen? Beate. Wer hat Stricken gesagt? Da gibt mehrere, die stricken. Das ist nicht die einzige. Aber was auch immer es für dich ist. Ne? Und hier wollen wir aber genau hingucken. Ne? Was ist der Grundgedanke hinter einem Götzen, dass du nicht vollständig bist? Ne? Wie könnte das überhaupt passieren? Außer du wärst nicht davon überzeugt, dass du irgendwie schuldig bist. Ja? Dass du irgendwie schuldig bist für diese Unvollständigkeit. Ja, ich muss irgendwie diese Unvollständigkeit managen. Und das ist, ich würde sagen, das ist das, was, das ist die Programmierung der Welt. Manage
dein Gefühl der Unvollständigkeit und Schuld. So, finde einen Weg, wie du damit umgehen kannst, ohne dass es zu sehr weh tut. Oh, das ist auch ein guter Gedanke. Ich bin daran schuld, dass es anderen schlecht geht. Super. Können wir direkt neu interpretieren lassen. Okay, gut. Dann gucken wir mal weiter. Nur wenn du gesündigt hättest, könnte dies so sein. Denn Sünde ist die Idee, dass du allein bist und von dem, was ganz ist, abgetrennt. Abgetrennt vom Licht. So wäre es denn nötig, die Suche nach der Ganzheit jenseits jener Grenzen durchzuführen, mit denen du dich selbst begrenzt hast. Nie ist es der Götze, den du willst. Doch das, wovon du denkst, erbiete es dir, das willst du in der Tat und hast das Recht, darum zu bitten. Okay, lass uns das gut hören. Du hast wirklich das Recht, darum zu bitten. Ja, es ist nicht, okay, Götzen funktionieren nicht, also lasse ich das komplette Ding sein. Das, was ich mir von einem Götzen erhoffe, das will ich in Wahrheit. Das ist ein echter Wunsch. Ein Wunsch oder ein Wille, Vollständigkeit zu akzeptieren. Ein Wille, gegenwärtig hierher zu kommen als das, was du bist. Dich so sein zu lassen, wie du in Wahrheit bist. Du hast in der Tat das Recht, um Vollständigkeit zu bitten. Es kann auch unmöglich verweigert werden. Okay, dann bitten wir drum. Ja, Vater, zeig mir die Vollständigkeit. Ich bitte um das, was ich vergessen habe. Zeig du mir Vollständigkeit. Ja, ich weiß nicht, wo ich danach suchen soll. Aber ich brauche nur zu bitten, da wo ich den Zweifel hingelegt habe, kann ich um Gewissheit bitten. Da wo ich Götzen hingelegt habe, kann ich um deine Vollständigkeit bitten. Ja, und das ist das Treiben der Welt, was wir hier für diesen Moment ablegen. Weil wir ehrlich hinschauen. So, wen gibt es hier, der nicht danach suchen würde? Und damit meine ich nicht nur diesen Raum, oder die Kursler, sondern das ist der traurige Gesang der Welt, den hier jeder singt. So. Und jeder präsentiert das, was er gerade glaubt, was ihn vollständig machen könnte. Ja, und sei es Groll, sei es Urteil, sei es Beschwerde, sei es Krankheit, sei es Drama, sei es irgendeine Art von Schock. Und jetzt kommst du. Jetzt kommst du als Lehrer Gottes oder als angehender Lehrer Gottes und sagst, hey, warte mal kurz. Ich habe jetzt eine Entscheidung in mir gefunden. Ich bin auf mich selbst aufmerksam gemacht worden. Ich bin auf meine wirkliche Funktion aufmerksam gemacht worden. Und ich bin jetzt für was anderes hier. Ich stehe in einer Welt, die ich gemacht habe, um zwischen mich und Gott zu treten. Ich stehe inmitten einer Welt, die ich dazu gemacht habe, um mein Selbst anzugreifen und Götzen, die Liebe Gottes, ersetzen zu lassen. Und jetzt, basierend auf meinem freien Willen und meiner neuen Entscheidung, schließe ich mich dem wirklichen Zweck von allem an, was für einen Augenblick in Raum und Zeit da zu sein scheint. Ich bin hier, du bist hier, um das Licht der Welt zu sein und zu sehen, dass dir darin überhaupt kein Verlust droht. Dass dir hierin überhaupt keine Anfechtung droht. Das war meine größte Sorge am Anfang mit dem Kurs in Wundern, dass ich mich anfechtbar mache, wenn ich auf einmal das Licht bin. Meine größte Sorge war, dass man auf mich aufmerksam wird und sagt, entweder herzlichen Glückwunsch, du hast es gemacht,
Du bist derjenige, der die Welt erlöst hat hier. Jetzt wollen alle zu dir und wollen alle geheilt werden von dir. Oder dass jemand kommen könnte und mir sozusagen den alten Zweifel wieder entlocken kann und ich mir eingestehen muss, ich bin doch nicht das Licht der Welt. Ich habe das, obwohl das über alles wichtig ist, kann ich nicht anders als der Schwere des alten Denksystems nachzugeben und zu sagen, ja, war eine doofe Idee, sorry, ich bin jetzt wieder normal. Ich bin jetzt wieder ein Körper und sterbe mit allen anderen in großer Verbundenheit und Loyalität. So, aber kriegt das überhaupt irgendwer mit? Guck mal, du sitzt da und leuchtest. Es klopft keiner an. Es kommt kein Reporter und es kommt auch keine Polizei. Es kommt auch nicht die Sektenbehörde oder sonst irgendwas und sagt, Entschuldigung, ich glaube, Sie haben sich da in Ihrer Identität geirrt. Vergessen Sie nicht, Körper zu sein. Sondern du bist das Licht der Welt und auf Formebene gibt es da gar keine große Resonanz für. Wir können sagen, ja, du siehst gut aus. Danke, danke für deine Entscheidung. Danke, ich kann dich finden in meinem Geist. Aber das war es auch schon auf Formebene. Der Rest läuft einfach im gegenwärtigen Nachhausegehen, im gegenwärtigen Heilen des und Anerkennen des Heilens des kranken Geistes des Gottessohnes. Und da findet gerade die tatsächliche Arbeit statt, dass wir sehen, wow, mein Geist ist krank. Ich sehe nicht, dass ich da irgendwo persönlich für verantwortlich bin, dass er krank ist, aber ich werde sehr wohl mit der Nase drauf gestupst, sehr freundlich, dass ich hier eine Funktion zu erfüllen habe. Und zwar hier die Lösung zu akzeptieren. Es ist mein Job, das hier zu tun. Es ist dein Job, hier die Lösung zu akzeptieren. Dafür bist du hier. Ja? Wie auch immer dein Raumzeitanzug auch aussehen mag. Das spielt gar keine Rolle. Dein Geist ist immer frisch. Dein Geist ist immer komplett frisch in diesem Moment. Du bist nicht definiert durch Zeit, du bist nicht definiert durch Körper oder Form oder das Wetter. So, also kommst du hierher, machst eine Appearance, du tauchst auf, weil du dich mal kurz umschauen möchtest und schauen möchtest, ja, in meinem Licht ist alles in Ordnung. Ich glaube, es gibt hier nichts für mich zu tun. Außer keinen Götzen zu machen. Ja, wir nennen das Hingabe und irgendwo ist es auch angemessen, aber es ist wirklich ein Selbstinteresse. Es ist wirklich ein Ehrlichwerden mit einem wahren Selbstinteresse. Ich habe ein ausgesprochenes Selbstinteresse, keinen Götzen in diesen Moment der Verbindung reinzuschieben, sondern dich als das stehen zu lassen, was du in Wahrheit bist, weil ich das bin. Okay. Das, wovon du denkst, der Götze biete es dir, das willst du in der Tat und hast das Recht, darum zu bitten. Es kann auch unmöglich verweigert werden. Dein Wille, vollständig zu sein, ist nur der Wille Gottes und der ist dir gegeben, da er der Seine ist. Gott kennt keine Form. Gott kennt keine Form. Er hat die Welt nicht, ge er hat sie nicht gemacht, er hat sie nicht erschaffen. Er kann dir nicht antworten in Begriffen, die keinerlei Bedeutung haben. Und dein Wille konnte sich mit leeren Formen nicht zufrieden geben. Das sehen wir ja, ne? Dass das nicht geht. Dein Wille konnte sich mit leeren Formen nicht zufrieden geben, die nur dazu gemacht sind, einen Graben, der nicht vorhanden ist, zu füllen. Ja, ein Graben zwischen dir und dir selbst. Ein Graben zwischen dir und deinem Bruder. Ja, und das ist witzig, dass diese Welt. Also wenn man sich das anschaut, dass diese Welt wirklich nur diesen Graben hat, um dort alle Dramen und alle Zeitlinien auszuspielen. Es ist wirklich nur ein winzig kleiner,
Ja, ist es ein Aspekt, ich weiß nicht, ob es ein Aspekt ist, eine winzig kleine Überzeugung, in der alle Zeit reingelegt wurde. Und dieser Moment ist jetzt. Und ich kann wählen, darin weiter zu suchen und diesen Graben quasi aufzublasen zu einer Welt mit Städten, zu einem Universum mit Planeten und Sternen. Aber es wird nichts daran ändern, dass es einfach nur eine aufgeblasene Idee ist. Egal wie mächtig und überzeugend der Beweis quasi dasteht, diese Welt ist real, der Körper ist real. Ja, es ist also nur eine Entscheidung im Träumer in dir zu sagen, ich brauche mich nicht beunruhigen zu lassen von der Angst, ich brauche mich nicht beunruhigen zu lassen von dem Drohjargon des Götzen. Und einfach sagen, warte mal, der Götze trifft doch gar keine Entscheidung für mich. Das war komplett unmöglich. So, wer trifft die Entscheidung hier? Ich treffe die Entscheidung. Und ich will mit meinem Bruder hier stehen. Ganz wichtig, weil sonst im alten Denken würde ich erstmal den Bruder aussortieren, damit ich wieder groß und stattlich dastehe. Aber der Bruder ist mein Garant dafür, dass ich nicht in den Größenwahn abschlittere, sondern einfach hier stehe und sage, ich gehe wirklich über Götzen hinaus. Wo ist mein sicherer Anker? Wo ist mein Bruder in meinem Geist? Hier halte ich deine Hand. Ja, egal, ob das toll aussieht oder nicht. Ja, es kann total unsexy aussehen. Es kann total nach nichts aussehen, nach langweilig, kann aussehen wie ekelig für dich im eigenen Geist. Ja, all diese Ideen können hochkommen oder ungewollt oder abgestraft oder sonstiges, nicht gewollt, abgelehnt, zurückgewiesen. All diese Dinge können hochkommen. Ja, nicht wert sein, das ist ja die Idee, die hochkommt, unvollständig zu sein. Lass das alles hochkommen, weil wenn das hochkommt, heißt es, dass du schon die Hand des Bruders hältst. Du kannst also durch diese Schicht durchgehen. Kannst also durch diese Schicht durchgehen und dich durchführen lassen. Und dafür bin ich hier. Ne? So, ich bin idealerweise kann ich das so hören, dass ich nicht an einem Bild von mir hängen bleibe. Dass ich nicht an einem Bild von Angst hängen bleibe und sage, hier geht es mir gut genug. Sondern ich möchte dich wirklich im Licht sehen und sehen, dass die Bilder überhaupt keinen Halt haben, dass dieses projizierte Bild tatsächlich holographisch ist, also durchschaubar, dass es nicht begrenzt, also dass ich nicht an die Begrenzung der Bilder gebunden bin, sondern dass der Geist sozusagen im Quantumbereich ist und du erfährst, ich bin nicht lokalisiert auf diese Zeit und auf diesen Ort, diese Zeit, dieser Ort ist alle Zeit und aller Ort, den es gibt, weil es holographisch ist. Ein Hologramm enthält alle Informationen, die es jemals im Hologramm gab. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich nachgewiesen ist, aber das ist jetzt einfach mal die Behauptung des Abends. Wenn du willst, kannst du ja auch irgendwas anderes einschalten. Liegt alles in diesem Moment. Okay, also es soll eine Erfahrung werden, richtig? Jesus sagt, dieser Kurs bietet dir viele Konzepte an, aber es geht nicht um die Konzepte, sondern das Anliegen, das grundlegende Anliegen dieses Kurses ist die universelle Erfahrung. Und damit ist das auch dein Anliegen und meins. Okay, lass mich meinen Bruder so sehen, wie er wirklich ist. Okay, der Graben ist nicht, was du willst. Die Schöpfung gibt keinem separaten Menschen und keinem separaten Ding die Macht, den Gottessohn vollständig zu machen. Welcher Götze kann denn angerufen werden, um dem Sohne Gottes das zu geben, was er bereits hat? Vollständigkeit, denn Vollständigkeit ist die Funktion des Gottessohnes. Du bist vollständig, das ist deine Funktion.
Er braucht gar nicht nach ihr zu suchen. Jenseits aller Götzen steht sein heiliger Wille, nur das zu sein, was er schon ist. Denn mehr als ganz, das ist bedeutungslos. Mehr als ganz ist bedeutungslos. Du bist das Ding, nach dem du suchst. Du bist das Ding, nach dem die Welt sucht. Wenn es Veränderung in ihm gäbe, wenn er auf irgendeine Form reduziert und auf das begrenzt werden könnte, was nicht in ihm ist, dann wäre er nicht so, wie Gott ihn schuf. Welchen Götzen könnte er benötigen, um er selbst zu sein? Ja, das ist allein schon eine bizarre Idee. So, was brauche ich, um ich selbst zu sein? Brauche ich das hier? Brauche ich das hier, um ich selbst zu sein? Brauche ich, ne? Und ihr wisst, was alles im Graben angeboten wird. Brauche ich das hier, um ich selbst zu sein? So, was muss ich mir hin, welche Natur sollte denn mein Sein sein, das von Natur aus fehlerhaft ist? Welche Natur sollte denn Leben sein, das von Natur aus mangelbesetzt ist? Was für eine komische Idee von Leben ist das? Was für eine komische Idee von dir als Lebendem sollte das denn sein? Ich lebe und in diesem Leben fehlt was. Ich bin und in diesem Sein gibt's Mangel. Ja, mache ich irgendwo Geld rein, so hier, vielleicht hier rein oder hier oder hier. Und dann wird es vielleicht ein bisschen vollständiger. Oder ein bisschen so, ein bisschen wedeln. Vielleicht hilft das. Keine Ahnung. Noch die Aura klären des Geldes. Ja, jetzt vielleicht, das ist sauber genug für meine Vollständigkeit. Keine Ahnung. Ja, wir haben ja alles Mögliche ausprobiert. Und wir kommen wirklich zu dem erschütternden Ergebnis. Nichts hat funktioniert. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann können wir jetzt wieder wir selbst sein. Dann kann ich jetzt wieder sagen, ich habe nichts in der Hand. Ich habe nichts, was ich anbieten kann. Ich habe nichts, was ich kaufen oder verkaufen könnte. Ich kann keinen Tausch abschließen. Ich kann dich nur willkommen heißen, wie du bist. Und kann mich nur von dir willkommen heißen, wie du bist. Gottes Sohn ist vollständig. Die Einheit wurde nicht verloren. Der Versuch, Wirklichkeit zu kontrollieren, der Versuch, alles so auszurichten in dir, dass alles gut ist. Wenn ich das versuche, bin ich auf einem ganz einsamen Weg unterwegs. Ja, zeig mir die Vollständigkeit. Zeig mir, dass im Außen nichts gefunden werden kann, weil im Innen schon alles ist. Zeig mir, dass wir noch einen Schritt weiter gehen können in dem Drüberschauen über den Tellerrand der gewohnten Begrenzung. Lass uns wirklich sicherstellen, dass der Frieden Gottes wirklich akzeptiert wird in unserem eigenen Geist. Ja, dass Heilung nicht nur ein Wunsch ist, sondern dass sie von sich selbst berichtet in uns. Dass ich in meinem Bruder den Beweis
sehe, Heilung ist vollständig geschehen. Ja, danke, dass wir in den Zeitlinien, die wir sozusagen beenden, durch das Wunder der Verbindung, dass daran gezeigt wird, hey, mein Potenzial lag nicht in Zeit. Das Potenzial für dich, für wirkliche Kommunikation, liegt in diesem Moment. Gib alles und gib ein wenig mehr. Das ist doch ein schöner Aufruf. Gib alles und gib ein wenig mehr. Das gibt dich nicht mit zufrieden, zu wenig gegenwärtig. Also stell sicher, dass du wirklich in alle Ecken und alle Aspekte deines Selbstes, so wie du sie erfährst, ihn eingeladen hast, damit er, was auch immer deine Zeitlinien waren, im Traum und im Hologramm, dass sie wirklich ersetzt werden durch seinen Frieden. Die Lösung ist simpel, die Lösung ist einfach. Und sie ist das, was wir nicht erwartet hätten. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, was Jesus gesagt hat vor 2000 Jahren, dass dein, was das linke oder das rechte Auge, dass dein linkes Auge nicht wissen, was das rechte sieht. Also sei eines Auges. So gleicht das nicht ab. Also sagen, check nicht für dich rein, ob du okay bist damit, sondern bleib einfach in der Öffnung für diesen Moment. So mach dann nicht zwei Sichtarten draus, sondern sieh, dass du nur einäugig gucken kannst, so hat er das bezeichnet. So, sei eines Auges, sei eines Lichtes. Es gibt darin keine Fortschrittsanzeige. Wir sind hier nicht beim Ladebalken, auf den wir hier starren und gucken, ob es vollständig geladen wurde, sondern wir kommen hier in einer Einstellung von ich bin einfach nur froh, hier zu sein. Ich bin einfach nur froh, in dieser Ausrichtung auf ihn zu sein und meine Welt darin erlöst sein zu lassen, meinen Geist darin erlöst sein zu lassen. Lass das alles auftauchen, lass das alles gewandelt werden. Dein Wille ist gewährt. Nicht in irgendeiner Form, die dich nicht zufriedenstellen würde, sondern in dem ganzen, völlig herrlichen Gedanken, den Gott von dir hat. Und das ist, sei eines Auges. Ein gänzlich, völlig herrlicher Gedanke, den Gott von dir hat. Und vielleicht ist da so ein aktiver Versuch, das nicht zu sein. Ein aktiver Versuch zu beweisen, ich bin nicht der Gedanke Gottes. Aber frag dich mal, war er jemals nicht da? Was du jemals nicht dieser Gedanke? Warst du jemals wirklich abgetrennt? Können wir das überhaupt bewerten? So, wenn du eine Erfahrung von Einsamkeit erinnerst oder dich gerade einsam fühlst vielleicht, guck mal, ob du das wirklich bewerten kannst.
So ist das Gefühl von Einsamkeit nicht eher eine Einladung, die Energie wieder komplett fließen zu lassen, anstatt sie zu fokussieren auf einen Götzen, auf eine Idee von etwas Äußerem. Nur einfach zu sagen, wow, ich kann nicht anders als ich selbst sein. Es tut mir leid, ich kann nichts anderes sein außer ich selbst. Es ist keine Anpassung möglich. Weder kann ich mich an Götzen anpassen, an die Welt oder an Gott oder an diesen Kurs. Ich werde den Anforderungen, die ich glaube zu sehen, nicht gerecht. Und diese Anforderungen sind komplett selbstgemacht. Das ist doch gut, oder? So, ich spiele einfach nur ein Spiel mit mir selber. Und das kann ich auch sein lassen. Na, seht ihr die Zeitlinien schon so zerfallen vor eurem geistigen Auge? Die ganzen Dinge, die es noch zu erledigen gab? Die ganzen unerfüllten Sachen, die nach Aufmerksamkeit schreien. Also es kann alles in das zurückfallen, wo es herkam. Ins Nichts. Du bist erhaben über jeden Gedanken der Anfechtbarkeit und der Unvollständigkeit. Yay. Und du erwachst buchstäblich, die Welt hat dir dazu gedient letzten Endes. Du erwachst buchstäblich zu deiner Unfehlbarkeit. Und da mag die Küche aufgeräumt sein oder nicht. Das ändert nichts an dem, was du als vollständiger Gedanke Gottes bist. Ich hoffe, Gestner hört das jetzt. Ja, hat sie gehört. Gut. Die Küche muss nicht aufgeräumt sein. Kann aber auch. Es ändert nichts. Okay, danke Gott. Danke für einen Moment. Ein Moment des Beginns. Super. Gestern hat noch aufgeräumt. Ja, es ist wirklich höchste Zeit, dass wir an den Anfang kommen. Und das hier ist der Anfang. Es ist höchste Zeit, dass wir aus dem Ende hervortreten, aus dem gesuchten Ende von was auch immer und uns an den Anfang stellen. So der Beginn deiner Ausdehnung ist hier. Der Beginn deines Erwachens und das Vollbringen dieses Anfangs ist in diesem Moment. Der Beginn der Freude und deiner Wiedergeburt, deiner Auferstehung ist hier. Und das ist nicht irgendwas philosophisch dahergebetetes oder sowas, sondern das ist, was du bist. Sonst ist es schön, mich selbst in diesem Beginn zu sehen. Es ist schön, dich da drin zu sehen. Und einfach zu sehen, dass du genauso wenig die Wahl hast wie ich darüber, was wir sind. Darüber, was wann unser Nachhausegehen ist. Ja, die Wahrheit ist wahr, nichts anderes ist wahr. Und aus deiner Kommunikation, aus deiner gegenwärtigen Kommunikation mit dem Heiligen Geist, kannst du dir ganz individuell zeigen lassen, kommunizieren lassen,
wie er Wahrnehmung für dich meint und wie er für dich dich aus Wahrnehmung heraushebt in einen Moment von Erkenntnis, in einem Moment von Erinnerung an jetzt. Und diese Welt ist komplett unmöglich, aber sie hat dir gedient. Und ich bin so froh, jedes Mal, wenn ich dich hier treffe, weil ich mir selbst begegne. Ja, danke. Du unterstehst kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes. Und die Ausdehnung, das ist ja eigentlich jetzt hier eine Feier, ne? Eine Feier im Geist, und wir unterstützen das so ein bisschen hier auf dieser Seite des Schleiers mit ein bisschen Musik. Ich bin einfach so froh, dich zu sehen. Unglaublich. Und ich bin sehr, sehr dankbar über diese Zusammenarbeit. Alleine können wir hier gar nichts vollbringen. Das hier beruht auf Zusammenarbeit. Danke. Das wird sich schon gut zeigen. Danke fürs Reinkommen.